Hallo, ich bin's wieder, euer Robert von Waldwolf TV. Ich bin heute mal ein bisschen rausgegangen im Wald und ich habe mir jetzt von so einem, weiß nicht, ob ihr sowas kennt, einen Holunderbusch, also Holderbusch sagt man bei uns auch, habe ich mir jetzt einen Stecken abgeschnitten. Aus dem möchte ich nachher mal ein bisschen was basteln. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Video allein schaffe und fertig bringe. Aber zumindest werde ich mal damit anfangen. Und dann habe ich noch eine andere Sache vor, euch zum zeigen. Und dazu bin ich rausgegangen. Was es genau ist, zeige ich euch später. Ihr seht so im Hintergrund, ja, das kann man sehen. Ich bin heute mit leichtem Gepäck unterwegs. Das ist eigentlich nur ein Trinkrucksack und diesen Trinkrucksack ist, wie gesagt, also was zum Trinken drin, also so eine Wasserblase. Ihr seht ja da an der Seite, seht ihr den Schlauch. Und dann habe ich noch, ja, eine kleine Axt dabei, Messer und ein bisschen was zum Feuer machen und einen großen Bleistift, Baubleistift, Anspitzer, wofür ich den brauche, das werde ich jetzt euch dann später zeigen. Jetzt stapfe ich erstmal durch den Wald ein bisschen und schaue mal, ob ich dann auch eine geeignete Stelle finde. Vielleicht muss ich noch ein bisschen auf den Wald raus, weil im Wald darf man ja kein Feuer machen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ich bin jetzt hier im Seebalger Reichswald und zwar an einem Stück, wo sehr viele Eichen stehen. Hinter mir seht ihr auch eine ganz große, fette Eiche. Und ja, wenn ich unterwegs noch was Schönes sehe, dann zeige ich euch das. Also, bis später. So, bin jetzt hier an eine Kreuzung gekommen. Naja, Kreuzung kann man nicht sagen. Da kommen von drei Seiten kommen hier Straßen oder Wege, wobei man sagen muss, Straßen ja eigentlich gar nicht so verkehrt, denn diese Wege hier, die sind nicht neu angelegt worden, also sagen wir mal die letzten 50 Jahre, nein, die bestehen schon seit über 100 Jahren und als kleinen Beweis zeige ich euch jetzt mal hier dieses Materl oder diesen Wegweiser eigentlich, der ist zwar vermutlich relativ neu gemacht worden, der ersetzt aber, so viel ich weiß, einen anderen Wegweiser, der früher hier stand und der halt nicht mehr so schön war und ihr könnt hier lesen, 1840. Das heißt, 1840 sind hier die Leute schon gelaufen oder geritten oder mit Kutschen gefahren. Das R oben heißt übrigens immer Richtung. Ja, also wie gesagt, Richtung Dormitz, Richtung Kraftshof und Richtung Neuenhof. Genau. Und hier, da laufe ich jetzt noch hin zur Wolfswiese. Die habe ich noch 1,2 Kilometer. Da laufe ich jetzt dann noch hin. Und ich denke mal, da finde ich dann den geeigneten Platz, um euch zu zeigen, was es mit dem, ja, mit dem Bleistiftanspitzer auf sich hat, den ich mitgenommen habe. Also dann weiter geht's. So, jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Weg mit dir. So, also Wolfswiese, noch 400 Meter. Und da oben haben sie ja ein schönes Schild gemacht. Naja gut, das ist schon ein bisschen älter. Schön mit dem Wolf oben drauf. Wobei der Wolf fast wie ein Fuchs aussieht, aber okay. Ja, also, dann geht's weiter. Jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Wir sind jetzt kurz vor der Wolfswiese. Und die Wolfswiese, Wolfswiese hat eigentlich eine sehr alte und sehr lange Geschichte und zu dieser Wolfswiese
sagen wir so, diese Wolfswiese gehörte zu einem kleinen, wie soll man denn sagen, Weiler, sagt man da glaube ich dazu. Und da war früher ein sagt man, Gutshof, sowas in der Art, ja. Und dazu gehört auch dieser Weiher. Also dieser Weiher ist schon uralt. Der dürfte ja mindestens mal 200-300 Jahre alt sein. Ob er jetzt sehr genau so ausgesehen hat, weiß ich natürlich nicht. Aber so im Großen und Ganzen, der gehört auf jeden Fall zu dem Gehöft dazu, das hier war. Und das ist sehr, sehr lange her. Da gibt es eine Geschichte, die will ich euch heute aber nicht alles erzählen. Das ist nur so am Rande. Wenn ich mal Lust habe, Zeit und Lust habe, ein bisschen was zusammengesucht habe, ich habe mich mal ein bisschen besser auskannt mit der ganzen Geschichte, dann werde ich euch nochmal ein Video machen drüber. So, ja, und hier sind wir jetzt und das hier im Hintergrund ist die Wolfswiese. Ja, gut. Und jetzt hat, gehen wir noch das Stückchen davor, da zeige ich euch dann auch noch was. Da steht nämlich so ein großer Stein, ich weiß nicht, ob ihr das schon, den Stein schon gesehen habt. Und da steht dann was geschrieben. Wenn wir schon gerade da sind, dann wollen wir doch aber ein bisschen was wissen, Wissenswertes. So, also, schaue ich mal, ist alles zugewachsen. So, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Weiler Wolfsfelden von 1150 bis 1900. Also, wie gesagt, von 1150 bis 1900 hat dieser Weiler existiert. Das waren ein paar Gebäude, nicht viel. Man sieht davon so gut wie gar nichts mehr. Das wurde abgerissen. Und da gibt es eine sehr interessante Geschichte dazu. Aber wie gesagt, die werde ich euch anders mal erzählen. Sie ist aber sehr interessant. Und hier hinter, also hier, wo ihr es seht, das Gestrüpp alles, das war eigentlich der Weiler. Ich glaube, da drüben sind auch noch Gebäude gestanden. Und da weiß ich es nicht genau. Also da gibt es alte Bilder davon und Zeichnungen. Und ich selber war da schon mal mit Kumpels unterwegs. Im Winter hat es keinen Schnee nicht gehabt. Und da haben wir ein bisschen mit unseren Metalldetektoren sind wir da rumgerannt. Haben aber nichts wirklich gefunden, außer eine Schuhschnalle, eine ganz alte. Also das ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Ja, und ich werde mir jetzt nochmal ein bisschen weiter reinlaufen. Und da werde ich mir jetzt ein Plätzchen suchen, wo ich ungestört bin und wo ich euch dann jetzt die Sache mit dem Bleistiftspitzer zeigen kann. Also, nur ein bisschen Geduld. Bis gleich. Jetzt bin ich angekommen an den Ort, den ich mir ausgesucht habe, irgendwo mittendrin. Das ist also diese ominöse Spitze. Der ist ein bisschen größer, wie ihr sehen könnt. Und hat vorne so ein, ja, eine Schablone sozusagen drin. Die ist gedacht für diese eckigen Baustellen. Bleistifte. So. Der ist gesichert mit so einem Ring normalerweise. Den habe ich jetzt schon rausgemacht. Diese Schablone machen wir raus. Die brauchen wir nämlich nicht. Die habe ich jetzt nur noch aufgehoben, um es euch zu zeigen. So, dann haben wir den großen Spitzer, in den ziemlich viel reinpasst. Wie ein Spitzer funktioniert, brauche ich im Allgemeinen ja nicht erklären. Aber die Frage ist, warum mache ich das? Man braucht ja, wenn man draußen unterwegs ist, Zunder, um Feuer machen zu können. Mit diesen Bleistiftspitzer kann ich mir ganz einfach ganz feine, jetzt werde ich gleich wieder, lauter Muckenviecher, ganz feine
Holz, ja, Scheiben oder Holzflocken mehr oder weniger machen, die, wenn ich das mit dem trockenen Stecken mache, sehr leicht zum Brennen anfangen. Ich habe das schon mal ausprobiert. Es geht also sehr gut und naja, Spitzer, das ist jetzt keine große Kunst. Man spitzt halt so vor sich hin. Warum ich eine Plastikspitze habe, ist nämlich normalerweise nicht meine allererste Wahl, aber ich habe leider keinen so großen Aluminium- bzw. Magnesium-Spitzer gefunden. Würde ich den finden, wäre das natürlich meine erste Wahl. So, jetzt muss ich da ein bisschen was von dem Ast wegmachen, damit ich weitermachen kann. Und da mache ich jetzt halt schön. Und wichtig ist halt, dass ihr dazu einen großen Spitzer nehmt, weil wenn ihr einen normalen Spitzer nehmt und nur so kleine Ästchen, da kommt ihr ja im Leben nicht vorwärts. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber ich glaube, ich war hier zum Mückenfutter. So, ein bisschen was machen wir noch. So. Ja. Ja. Aber jetzt kann auf jeden Fall. Und jetzt habt ihr schon ganz feine Holzspäne, mit denen man das erste Feuer starten kann. So, seht ihr, es brennt dann schon wunderbar und dann kann man mehr drauf machen. Mehr will ich jetzt gar nicht machen. Wie gesagt, ich will ja hier kein Feuer machen an sich im Wald. Das ist nämlich nicht erlaubt, wenn man es genau nimmt. Deswegen lasse ich dieses gleich runterbrennen, werde es gleich wieder ausmachen und dann auch dementsprechend richtig versorgen, das Feuer. So, wie gesagt, ich habe euch jetzt eigentlich nur zeigen wollen, wie einfach es eigentlich ist, Feuer zu machen mit dem Spitzer, so einem Feuerstarter. Und selbst wenn es irgendwie feucht ist, nass ist, trockenes Holz findet ihr am Baum oben, abgestorbene Äste immer. Und ich habe es natürlich noch als Funkenfänger, habe ich hier ein Stückel Taschentuch gehabt, das war nur ein ganz kleines bisschen. Man kann dazu auch einen Tampon nehmen oder man kann sich diverse andere Hilfsmittel suchen in der Natur, also Zunder, Birkenrinde zum Beispiel geht auch sehr gut. Das sollte jetzt eigentlich nur mal ein Beispiel sein und jetzt halt wisst ihr, warum ich die ganze Zeit diesen Bleistiftspitzer erwähnt habe. Kostet nicht viel und ja, kann immer dabei sein. Wie gesagt, ich werde jetzt mal nur schauen, ob ich irgendwo einen aus Aluminium herbekomme oder aus Magnesium, der ein bisschen größer ist und vielleicht stabiler einfach auch, denn auf Dauer, naja, weiß ich nicht, ob der wirklich so viel aushält. Und ja, was es mit diesem Ast oder mit diesem Stock da auf sich hat, das werde ich euch mal in einem anderen Video zeigen. Da mache ich jetzt schon noch eins. Ich war nämlich auf einer auf meinem Mittelaltermarkt, da habt ihr ein Video gesehen dazu und da hat mir jemand was gezeigt und das will ich nachbauen und dazu brauche ich diesen Stock. Jetzt wisst ihr, für was man im Wald oder in der Natur draußen einen Bleistiftspitzer brauchen kann. Ja, es gibt viele Dinge, die haben verschiedene Verwendungen. Man muss halt immer eine Idee haben dazu auch. Und vielleicht ist es ja für den einen oder den anderen für euch auch eine Idee, dass er sagt, Mensch, super, da kann man ja dann schön Kleinholz oder kleine Späne machen. Schaut mal unten mal rein, ob ihr das schon gewusst habt, dass man da sowas machen kann. Vielleicht hat das ja jemand anders schon mal vorgeführt oder schon mal gezeigt.
und schreibt sie auch rein, ob ihr das eine gute Idee findet. Ich sehe jetzt gerade eben, ich habe euch ja vorher mal erzählt, vorne vor den Wolfsfelden, also von diesem kleinen Weiler, und dass ich schon mal mit Kumpels, früher bin ich mit meinem Metalldetektor unterwegs gewesen, und für uns war es immer so, wenn wir unterwegs sind, dann machen wir die Löcher, die wir machen, wieder zu. Und ich bin überzeugt, dass auch hier ein Sondler, also ein Metalldetektorgeher, unterwegs war. Denn hier sind laute Löcher. Seht ihr das? Laute Löcher. Da hat mit Sicherheit auch jemand den gleichen Gedanken gehabt wie ich. Und hat gesagt, Wolfsfelden, da kann man mal mit dem Metalldetektor hergehen. Da seht ihr, überall sind Löcher. Überall hat er vermutlich ein Signal gehabt und vermutlich sogar was gefunden. Weil wenn ihr mal schaut, was da für tiefe Löcher sind, das macht keiner nur zum Spaß. Also war da wohl einer unterwegs. Naja, das ist bloß so am Rande. Okay, gut, also das war es wieder von mir. Und bis zum nächsten Video. Euer Robert von Waldwolf TV. Macht's jetzt gut. Ciao.